Wie lange wurde am Flughafen BER gebaut? 14 Jahre. Nah dran ist das neue Schiffhebewerk Niederfino. Nach mehr als 13 Jahren Bauzeit soll es im Oktober diesen Jahres eingeweiht werden. Eine spannende Angelegenheit. Technik und Ingenieurkunst pur. Und das alte Schiffshebewerk, das ist Industriedenkmal. Das neue, das steht vor dem letzten Stresstest. 2 Wochen Dauerbetrieb mit allem Schnickschnack, beobachtet von Michael Lietz. Guten Morgen. Alles gut? Dann können wir starten, würde ich sagen. Punkt 8 Uhr, 40 Meter über dem Grund im Führerhaus des neuen Schiffshebewerkes beginnt der letzte Tag des Probebetriebs. Läuft heute alles glatt, steht der Inbetriebnahme wohl nichts mehr im Weg. Zeit, die Aussicht zu genießen, haben Hebewerkschef Jörg Schumacher und die beiden Anlagenfahrer nicht. 2 Jahre haben sie gelernt und trainiert, um nun vor der Monitorwand den neuen Schiffsfahrstuhl zu bedienen. Fast alles ist neu im Vergleich zum alten Hebewerk. An sich von der Bedienung her schon, aber wenn man sich die Schritte von drüben vor Augen hält, kann man hier im Endeffekt eigentlich genauso rangehen. Das Grund, der Prinzip, also die Funktionsweise ist die gleiche wie drüben, aber halt da ist man vor Ort, hier sitzt man am Computer. Ganz unten fährt bereits der Eisbrecher von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in Eberswalde ins Schiffshebewerk ein. Dann können wir was. Dann kannst du jetzt Ansage machen, ja. Druckfahrt. Druckfahrt nach oben starten. Einen Moment noch, bitte. Und dann kann es losgehen. 36 Meter Höhenunterschied zwischen Oderbruch und Barnimer Urstromtal werden in Niederfino überwunden. Im Winter ist der Eisbrecher auf der Oder unterwegs. Heute trainiert er 8. Fahren. 20 Minuten dauert eine Fahrt. Darstellbar nur, wenn die Szenen wie hier beschleunigt sind. Ist der Eisbrecher oben, muss er raus aus dem Schiffstrog. Es folgt die Wende im Kanal, dann geht es retour. Dutzende Male an einem Tag, 2 Wochen lang. Fehler entdecken und Schwachstellen ausmachen. Fast 40 Kameras muss der Anlagenfahrer im Blick haben, hunderte Sensoren überwachen. Kommt der 10.000 Tonnen schwere Trog, in dem die Schiffe Fahrstuhl fahren, aus dem Takt, läuft hier gar nichts mehr. Beispiel, wenn ein Schiff zu schnell einfährt und eine Bugwelle vor sich herschiebt. Diese Welle, die da ist, bedeutet eine Gewichtsveränderung. Und da reagiert die Überwachung halt drauf. Ja? Wir haben hier mehrere Pegel drin und die zeigt dann an, so geht's nicht. Die Technik im neuen Hebewerk haben sich die Ingenieure vom alten abgeguckt. Innen der Trog, der an Stahlseilen hängt, die über diese 4 Meter großen Umlenkrollen mit Gegengewichten verbunden sind. Ein austariertes System. An dieser Leiter, die gibt es 4-mal, klettert der Trog nach oben. Im Antriebsraum einigermaßen gut zu erkennen, wie riesige Zahnräder, Ritzel genannt, in die Leiter greifen. Der erste Chef im neuen Hebewerk wird Jörg Schumacher. Ich bin die Nummer 8 am alten Hebewerk, ja, und werde auch wahrscheinlich der Letzte sein. Und die Nummer 1 am neuen, ja, ist in meinem beruflichen Werdegang ist es schon das Highlight eigentlich, ja. Wahrscheinlich im Oktober wird das neue Schiffshebewerk in Betrieb gehen.